Hallo Friends, willkommen zu meinem Tutorial. Du möchtest wissen, wie man Leute austrickst, damit sie denken, wow, der sieht ja gut aus. Oh yeah. Dann aufgepasst. Schau mich an. Wenn du wie ich hässlich geboren wurdest, dann gibt es einfache Möglichkeiten, um dich besser aussehen zu lassen. Es sind nur kleine Veränderungen nötig. Aber du wirst sehen, so schwer ist das gar nicht. Fangen wir mit den Haaren an. Und wenn du, wie ich, nicht gerade aus dem Dschungel kommst, dann solltest du schon mit einfachen Möglichkeiten dein Aussehen verändern. Bei mir ist leider mehr zu tun. Ich muss zum Profi-Hairstylisten und der kommt immer mittwochs zu meinem Nachbarn. Scharfe Scheren! Ich komme gerade vom Friseur und da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich habe mich schon immer gewundert, warum der keine Spiegel an den Wänden hat. Jetzt weiß ich warum. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Ab heute brauchst du kein Abitur. Immer schön Beine rasieren und Brust raus. So what? Haare sind gestylt? Kommen wir zum nächsten Schritt. Falls du eine Brille trägst und dich nicht weiter dahinter verstecken möchtest, dann schau, dass du beim Optiker deines Vertrauens eine anständige Beratung bekommst. Tada! Der Bart ist ab. Der Nachteil beim Bart ist, dass mir beim Frühstücken immer irgendwo die Butter hängen bleibt. Glatt rasiert ist viel praktischer. Next step. Zähne. Meine Zähne putze ich immer mit Backpulver, in dem Glauben, dass sie weißer werden. Ob's hilft? Keine Ahnung. Die einzige Erfahrung, die ich mache, es gibt immer Ärger mit meiner Mutter. Denn seit ich in der Pubertät bin, gelingt ihr kein Kuchen mehr. Es gibt verschiedene Arten, sich zu bräunen. Nutella, Bräunungscreme, Solarium, Urlaub auf Mallorca. Ui. Ich benutze immer irgendein Puder von meiner Schwester und hoffe, das ist auch fürs Gesicht geeignet. Oder wofür gibt's noch Puder? Vielleicht für einen trockenen Popo? Das wäre ja anal, fatal. Augenbrauen, die lasse ich zupfen. Ich war letztens beim türkischen Friseur und hatte das Gefühl, der wollte mir mit seiner Angelsehne an meiner Augenbraue das erste Feuer entzünden. Mann, tat das weh. Hab mir nichts anmerken lassen. Jetzt mache ich's mir selbst. Nun, hast du gesehen, wie einfach es ist, sich zu verwandeln und wie man die Leute austrickst. Es gibt keine Heilung für Hässlichkeit. Du kannst dich in eine menschliche, optische Illusion verwandeln. Ich mag es, meine alten Bilder anzusehen. Ach nee, das sind die falschen. Aber hier diese, damit du auch siehst, wie schön ich früher aussah. Wenn du jetzt, Gott behüte, aus dem Hause gehst und versuchst, ein Mädchen kennenzulernen, mach bitte folgende Dinge nicht. Oder das. Oder das hier. Mir ist klar, dass dieses Video den Mädels nicht gerade weiterhelfen wird. Aber Jungs, die Mädels schauen nicht nur auf das Äußere, innere Werte, auf das Innere kommt's drauf an. Apropos Innere. Ich glaube, ich muss mal auf Toilette.